Mit solchen Booten haben viele von ihnen das Meer überquert und viele haben es nicht geschafft. Jetzt erzählen jugendliche Flüchtlinge ihre Geschichte in einem Musikvideo. Ich bin nach Italien gekommen. Wir waren 87 Leute oder so in kleiner Boots, groß alles das. Und dann 7 Leute ist gestorben im Wasser. Barbara Davids ist Filmemacherin. Sie dreht mit den Jugendlichen das Video, um ihnen zu helfen, und es scheint zu funktionieren. Was wir erlebt haben beim letzten Mal, dass durch dieses Spielen der Erlebnisse ein unglaublicher Friede kommt. Also als wir das letzte Mal mit dem Zug zurückgefahren sind, waren alle ganz, ganz sehr, sehr friedlich. Und zwei haben im Zug gesagt, ich bin so glücklich. Also ich glaube, wenn man so was Schlimmes erlebt hat und setzt es in Szene und berichtet es quasi, dass es ein Stück weit aus den Körper verlässt vielleicht. Weit vom Auge, weit vom Herz, so heißt das Projekt. Im nächsten Jahr beim ZMF will die Gruppe mit einem Stück auftreten. Eigentlich geht es dabei um Tanz und doch um so viel mehr. Es ist spannend, mit diesen Jugendlichen durch Freiburg oder auch jetzt durch Titisee zu laufen, weil sie wirklich auffallen. Sie sind laut und sie sind in jeder Sekunde, wo es ihnen gut geht, klatschen, singen und tanzen sie. Und das erregt oft Lächeln, manchmal aber auch Ärger, weil die Leute schon merken, da sind andere Menschen. Der Dreh am Titisee lockt Schaulustige an. Sie sehen eine Gruppe ganz normaler Jugendliche. Nichts wissen sie über deren Situation, warum sie in Deutschland sind, warum sie nicht zurück können in ihre Heimat. Ich habe viele Träume hier in Deutschland. Ich wollte hier in Deutschland kommen und so wegen Schule, Ausbildung machen. Wenn ich gehe jetzt nach Ägypten, muss ich im Gefängnis 3 Jahre gehen.